sie jubelte. Es war ein beherztes Rennen von dir, Herr Chiara. Ich finde es gleich super. MotoTV 22 war bei meinem Sportmeisterin. Ja, und ein Zwillingsgeschwisterpaar, das was heute bei uns da ist. Und ganz außergewöhnlich machen sie eine tolle Sportart. Sie fahren Motocross. Chiara Kinast und der Matteo Kinast. Chiara, wie war die Leidenschaft, dass du gesagt hast, ich mache Motocross? Ja, mein Bruder hat angefangen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das einzige Mädel ist halt jetzt auch nicht so. Und dann war ich in Ehrwald draußen zuschauen und dann ist ein Mädel mitgefahren. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt muss ich mitmachen. Und in Rietz habe ich mich dann angemeldet. Ja, ich bin langsam angefangen. Zuerst habe ich mir so ein kleines Moped, hat mir mein Onkel spendiert. Und dann bin ich einmal ums Haus ein bisschen mit umgefahren, aber das ist noch gleich mal zu wenig gewesen. Dann bin ich eigentlich auf Trail umgestiegen, aber das bin ich dann auch nicht mehr lang gefahren. Und dann ist zum ersten Mal auch wieder von meinem Onkel, ist auch 85er dahergekommen. Dann habe ich gleich einmal gleich gewusst, wir möchten jetzt Motocross leidenschaftlich fahren. Stellt euch einmal vor, wie alt seid ihr, was für Schuhe, dass ihr macht, was für eine Hobbys. Ich finde es einfach gleich cool. Du findest es einfach cool, Motocross zu machen? Ja, ich bin echt dankbar, dass ich es machen kann. Ich darf es nicht mehr lassen. Und gibt es ein anderes Hobby auch noch wie Motocross? Ja, ich habe davor Geräteturnen getan, aber das hat mir nachher nicht mehr so getaugt und bin auf Motocross umgestiegen. Aber kommt dir das jetzt irgendwie zugute? Weil da baust du ja auch relativ viel Beweglichkeit an Motocross, am Motorrad. Ja, schon. Also ich tue mir nicht so oft weh, weil ich jetzt echt dehnbar bin. Das ist echt fein. Matthias, was für eine Hobbys? Ich tue gerne Radfahren und Downhillen. Ich tue gerne Schwimmen und Skifahren. Und ich tue auch, man kann sagen, ich tue fast 50% von meinem Training mache ich live am Radl. Und das kommt mir auch zugute, weil nachher ist man ein bisschen trainierter. Und bei Stürzen tut man sich nicht so leicht weh und man hat schon eine ganz andere Technik am Moped, wie wenn man sich nicht tut. Was machst du als Training? Ich tue jetzt auch Radl fahren, aber ich lasse Geräte tun, tue ich schon nur nebenzu. Und die mal im Garten so auf Radl oder Flickflack machen, das tue ich schon immer noch. Wie alt seid ihr zwar? 14. Ja, also die Chiara, muss ich sagen, ist auf einem sehr guten Trip, oder? Und ist sehr stark und trainiert sehr stark. Wenn sie mal, wir gehen eigentlich alle zusammen trainieren. Und dann gebe ich schon oft wieder Tipps vor, die Kurve anders da, probiere anders am Moped zu stehen und so. Und das setzt sie meistens ganz gut um und dann merkt man auch selber, dass es schneller wird. Und man einfach auch schierner fährt und sicher und halt unfallfreier. Chiara, wo trainiert ihr? Wir trainieren jetzt hauptsächlich in Rietz und in Kundl, aber wegen Corona geht sich das jetzt halt nicht so gut aus. Und wie viele Stunden in der Woche trainiert ihr am Motorrad? Boah, am Motorrad selber trainieren wir die Woche ca. 3 Stunden, oder? Also meistens ist es Mittwoch, Freitag und Samstag, wenn Rietz offen hat. Und die restliche Zeit daheim und am Radl und viele andere Sachen. Chiara, und möchtest natürlich den Ehrgeiz zeigen und schneller sein wie die Burg? Also ich finde es schon cool, wenn ich so ein paar Jahre vorne drum bin, weil ich finde das einfach gleich cool. Am Anfang habe ich schon ein wenig Angst gehabt, dass ich echt nicht so gut bin, weil ich eben ein Mädel bin, aber jetzt habe ich nicht mehr so Angst. Aber Angst? Hast du Leid, dass ein Tour vor dir ist oder hast du Angst vor Motorradfahren selber? Ich habe Angst, dass ich nicht so gut bin, aber vom Motorradfahren habe ich keine Angst. Weil du Sprünge und so wie wir jetzt in Freisach gesehen haben, du warst jetzt am Wochenende in Freisach beim My Sport, My Story, unserem Junior Eurocup. Da warst ja du sehr, sehr gut und hast sogar den einen oder anderen Jungen geschlagen. Also du bist schon mal im Mittelfeld gewesen, also eine tolle Leistung von dir. Ja, ich finde es immer voll bärig, dass ich ein paar Wochen starb und dann kriegt man mir so eine Garde auf. Matthias, du bist als Favorit unten gehandelt worden und du hast es auch gezeigt. Du hast eine richtig tolle Leistung. Du hast sogar die Starts so gut beherrscht, dass du geführt hast. Und der Hausherr, der Elias Kobalt, dein ältester Gegner, der was da unten jeden Stein, jeden Hügel, jeden Rosshalm auswendig kennt, kannst du ein paar Rolle bieten. War ein ganz interessantes Rennen für dich. Ja, genau. Also bei den Starts ist mir eigentlich allem recht gut gegangen. Und viele Holeshots mit heimgenommen. Und
Ich habe mich angestrengt, aber noch nicht gleich einmal gesehen gegen Elias Krobald. Da kann man auf Seilstrecken daheim nicht mehr viel anrichten. Und dann habe ich es eher als Training genommen und bin nicht an meine absoluten Grenzen gegangen, weil dann einfach die Verletzungsgefahr so hoch ist. Aber in Rietz werden wir hoffentlich zurückschlagen. Ja, Rietz, eure Hausstrecke, also da habt ihr jetzt nachher wieder den Vorteil. Welche Strecken kippen euch besser zugute? Die, wo ihr jetzt, wo wir beim MSC Fressach gewesen sind, bei der Aufberg ab oder sowas wie in einem Wind, so wie jetzt in Rietz? Also ich finde, wir sind sehr ausgewogen. Also wir sind auf einer flachen Strecke gut, die sehr technisch ist und mit vielen Sprüngen. Und wir sind auch, wenn es bergauf und bergab geht, recht gut. Wir sind also ziemlich mittelrein, aber eher beim Technischen sind wir, für die sind wir mehr daheim. Clara, wer bereitet jetzt da euer Motorrad immer vor? Also der X-Motor Race Department Tirol, das ist einer von dem, der was das immer macht. Und sind schon daheim wegen dem Umschrauben, aber das geht jetzt nicht mehr so gut. Und wer macht das an Ort und Stelle? Das macht der Onkel, der Walter Kienast. Wenn er so ein Rafen hin ist, nachher und repariert er den gleich. Und da ist echt immer gedacht. Aber das ist fein, wenn der Onkel da also dahinter ist, Matteo. Und bei dem ist auch alles perfekt und passt alles. Was ist in Zukunft geplant mit Beruf? Also ich gehe weiter Schule, ich möchte gerne Radholzer gehen. Fünfjährige und dann schauen wir mal weiter. Aber das Moped fahren wir lassen wir bei. Was ist das bei Matthias? Du? Also ich vollende das 9. Schuljahr. Und dann gehe ich gleich mal im Sommer eigentlich im Stubaier Gletscherreigen. Da mache ich dann eine Lehre als Seilbahn und Elektrotechniker. Aber ich hoffe natürlich, dass ich das Motorradfahren nicht zu kurz komme. Maximilian Baldermeier, der auch dabei gewesen ist, der was ja nachher sogar das Rennen noch mal kurzfristig angeführt hat, da hat es ja einen Sturz gegeben. Cooles mitnehmen. Ja genau, ich habe einen Sturz mitgekriegt, aber ich bin so fokussiert gewesen auf mich selber. Ich habe gesehen, dass jemand gestürzt ist. Und der Maximilian ist eigentlich allem vor mir gewesen und ich glaube, ich hatte nicht mehr viele Chancen gehabt, die Einheit ihm noch auszuholen. Er ist wirklich sehr super gefahren. Wenn man jetzt in so einer Rennstrecke fährt wie beim MSC Fressach, wo es ziemlich steil bergab geht, tut man da ein bisschen das Gas zurück oder? Also ich probiere immer, wenn jemand hinter mir ist, Gas zu geben, dass mich ja auch überholt. Und wenn er mich überholt, in der nächsten Kurve probiere ich immer wieder zu schneiden. Matteo, was hast du dir jetzt vorgenommen für das heurige Jahr? Ja, ich fahre heuer auch noch in den österreichischen Enduro Cup mit. Da probiere ich auch unter die ersten 10 reinzukommen. Und vor allem bei My Sport My Story, beim Junior Cup, da probiere ich heuer auch. Also in der ersten hatte ich schon gern, aber beim zweiten bin ich schon auch sehr zufrieden. Was ist geplant für die Zukunft, Chiara? Also ich fahre jetzt glaube ich nächstes Jahr noch 85er und dann steige ich auf 125er um. Also bei mir wird es früher so ausschauen, ich fahre früher noch mit der 85er und nächstes Jahr schaue ich, dass ich von dem Moped wegkomme und steige eher schon auf die 125er um, fahre dann in die MX2-Klassen mit und probiere da auch nochmal richtig Gas zu geben. Ist da ein großer Unterschied zwischen der 85er und der 125er? Ja, also von der Leistung her ist schon ein Unterschied und auch von den größeren Reifen und dem besseren Fahrwerk. Man tut sich einfach viel leichter, man legt bessere Runden hin. Aber natürlich ist auch die Konkurrenz in der MX2-Klasse schon viel besser. Und wir sehen es dann noch mehr trainieren, damit ihr jetzt eine österreichische oder einen Kini-Cup oder einen Auto-Cup mitmachen könnt? Ja, das auf jeden Fall. Wer sind denn eure Sponsoren? Die großen Sponsoren, also der Beste ist, sagen wir mal, ist eigentlich unser Onkel, der spendiert ins Almepes. Und auch der X-Motor ist Race Department Tirol, ist Enduro im Elbwegen. Mein Sport, mein Story tut auch viel. Und Pro System GmbH, der ist auch eigentlich ganz vorne dabei. Liquid Wolli ist auch super, ja. Der Motorsport, das ist natürlich etwas Tolles. Gibt es da in der Schule die eine oder andere, die sagt, na schau, die eine fährt Motorrad? Ja, das schon. Ich probiere meine Kolleginnen immer beizubringen, dass sie es auch anfangen sollten. Aber bis jetzt ist noch nicht viel gekommen. Ja, bei mir wird es so ausschauen, ich werde unter der Woche stark arbeiten, weil es ist sicher ein Training oder auf 3000 Meter. Und am Wochenende schaue ich, dass ich auf die Motocross-Pisten komme, dafür unter der Woche fest arbeiten. Wie seht ihr die Jugendförderung aus eurer Sicht? Also ich finde es echt super, dass da etwas gemacht wird. Dass auch jeder einen Preis kriegt,
weil gerade wenn ich letztes Jahr bin, dann habe ich mich echt gefreut, dass ich etwas kriege und dass ich gleichgestellt worden bin mit anderen. Das finde ich cool. Gut, das ist uns sehr, sehr wichtig gewesen. Matthäa, du siehst es aus einer anderen Situation. Du möchtest gewinnen, du möchtest vorne mit dabei sein. Was ist das für dich, für die Zukunft? Sagst du, okay, mit diesem Titel oder wenn ich da unter die ersten drei komme, kann ich mir vielleicht bei einem Partner, bei einem Sponsor vorstellen. Ist das für dich interessant dadurch? Ja, es ist sehr interessant, weil vor allem, man kann jetzt bei einem größeren Sponsor oder so, kann man sich dadurch bewerben. Ja, ich bin jetzt wirklich ganz vorne dabei gewesen. Und man, es ist ein guter Einstiegsrennen für etwas Anfänger. Und man sieht auch vor allem, es ist richtig schön zuzuschauen, wie die ganz Kleinen schon mitfahren und aus denen weiter mal etwas. Und es ist einfach, ich finde es cool, dass etwas veranstaltet wird und damit die Jugendlichen und die Kinder fest unterstützt werden. Ich finde es toll, dass ihr zwar mit dabei seid. Wir von MySport, MyStory werden euch auch weiterhin im TV fördern. Wir werden euch die Möglichkeit geben. Wir freuen uns auf das nächste Rennen in Rietz. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Danke. Danke. Hautes Mädchen und das freut uns. Also, euch gesehen, Matthäa, super tolles Rennen geliefert. Ja, bin ich stolz auf ihn. Ja, super kann man sein. Hat das Rennen angeführt, hat einen Mods Gaudi gehabt und er sagt, morgen greifen wir voll an. Fast. Ja, und die Mama, sie ist glücklich, beide Kinder im Ziel. Bari im Ziel, Bari sind gesund und Bari, bei Bari ist super gut gelaufen. Also ich bin wahnsinnig glücklich und extrem stolz auf sie zwar. Was echt.